Und damit herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead. Wir sind immer noch auf der Molkerei, haben immer noch nichts gegessen und nähern uns so langsam dem Höhepunkt. Und ich meine nicht Marks Genesung, ich meine das Abendessen. So, was hier wird hier? Kuhfutter. So, was hier wird hier noch? Kuhfutter, ein Leckstein. Irgendwo hier liegt was Tolles. Wir gucken jetzt überall rein. Na, hier, seht ihr? Hier gibt's ganz tolle, oh mein Gott, Milchkartons. Dieselben, wie wir sie im Wald gefunden haben. Empty. Sehr interessant. Leere Milchkartons. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem? Ich werde sie um jeden Preis beschützen, natürlich. Naja, eigentlich sind wir nicht verwandt. So ein Arsch. Er lockte up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smash the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Du weißt, ich bin ein Verbrecher. Hey, Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you're not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. Ach, herrlich. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right. Sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Wir tuscheln. Geh weg. Das sollst du vielleicht nicht mithören. Kenny hat ein Geräusch Kenny gehört. Thought he heard a noise. He's a little jumpy, huh? Well, we're all sure glad his wife is here. She's a lifesaver. You got no idea. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Und wie wir dahinter gucken. Lenke Andy ab, um ihn aus der Scheune zu locken. Wer ist Andy? Das ist Andy. Ach, Andrew, Andy. Alles klar. Hey there, Andy. Yeah? Yep. Hast du einen Schraubenzieher? Ach, herrlich. Danny erwähnte, dass er etwas braucht. Danny mentioned he needed something. Did he say what? Shit, I can't remember now. Sorry. All right. Be right back, Doc. Der älteste Trick der Welt. So, und jetzt haben wir natürlich nichts zum Aufschrauben. Ich hätte ihn vorher wahrscheinlich doch noch im Schraubenzieher brauchen sollen. Hier drüben gibt's noch was Tolles. Was gibt's hier Tolles? Nichts, nicht. Eine Schubkarre. Looks like a bunch of old dirty clothes. Ooh, smells pretty foul. Riechen die etwa nach Scheiße? Wir brauchen was, womit wir eigentlich könnten wir die Tür auch einfach zeraxten, ne?
Aber erst nach dem Essen. Was hier mit hier? Was hier mit hier? Kuhfutter. It's a feeding trough. Ja. Das habe ich gesehen. Was gibt es hier noch Tolles zu entdecken? Klasse, jetzt ist er weg und ich kriege die Tür nicht auf. Hast du vielleicht einen Schraubenzieher? Bekomme das Schloss nicht von der Tür. You probably just need a screwdriver or something. Schlaumeier. Okay, let's do this. False alarm. I'm back. Hey there, Andy. Gib mir einen Schraubenzieher. You got a screwdriver? For what? Never mind. Wieso ist die Tür abgeschlossen? Why do you lock that door? Because we can't afford to lose our shit to the people in the woods. They come down here every once in a while and raid our stuff. Even with the fence. Danny braucht noch mal etwas. Alright, alright. Be right back, Doc. Also los wäre man gut. Leider habe ich jetzt immer noch keinen Schraubenzieher. Hast du irgendwas, eine Haarspange? She's pretty. Was haben wir hier? You guys having fun? Hast du was? Nein, du hast auch nichts. Katja, irgendwas hast du doch. They're doing okay. I never did thank you for saving Doc from the walkers back at Herschel's farm. Ach du liebe Zeit, war das lange her. Andy will be back any minute. Please hurry. Ich kann nicht. Ich habe nichts zum Aufmachen. Jetzt muss ich. Was habe ich hier eigentlich? Ich habe eine Axt. Gibt's hier noch was? Nein. Können wir raus? Ja, blöderweise können wir raus. False alarm. I'm back. Ja. Genau. Dicht. So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I managed just fine. Plus, I had my boys to help out. I couldn't do it without them. Du alter kleiner Schmierfink. Da weht er hin, da weht der Wind also her. So, Lily. Hast du einen Schraubenzieher für mich? What's going on, Lee? Did something happen? Alles ist gut. Kenny glaubt, dass sie etwas verbergen. Ja. Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you do, just be careful. Worüber hast du dich mit Kenny gestritten? When I came back from the camp. He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. Was dein Vater angeht. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Behandelt er dich auch so? Er ist also das Arschloch. So, he's the asshole. Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just... he's got a lot of pain. Ja, das he's ist richtig. He's been through so much. And lost... pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Hat versucht, mich zu töten.
Er hat versucht, mich zu töten. Oh nein, er ist kein Arschloch. Er trägt nur Schmerz in sich. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, dass die Leute etwas verbergen. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Du warst keine Hilfe. Wo bekommen wir sowas wie einen Schraubenzieher her? Da hinten ist eine Werkzeugkiste, oder? Natürlich ist da eine Werkzeugkiste. Sehr schön. Da ist alles drin, aber ein Multitool. Just gonna borrow this for a second. Haha. Und eine Säge. Die können wir nicht mitnehmen. Wir haben jetzt ein Multitool. Und mit diesem Multitool werden wir die Tür öffnen. Das Multivitamin-Tool. Komm schon. Hallöchen. Daddy ist zurück. Hey there, Andy. Yeah? Hey, Knich. Was? So, where do you keep the rest of the tools? Well, if you need something, just tell me what it is, and I can get it for you. Ach. Not that important. Alrighty then. Hey. Hey there, Andy. Yeah? Hast du nicht irgendwo hinzugehen? Alrighty then. Was? Hey there, Andy. Yeah? Alrighty then. Verdammt. Das kriege ich denn nicht mehr los? Hey guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Wie werde ich denn jetzt wieder los? Der will nicht mehr gehen. Andy kommt immer wieder zurück. Ich habe ein Multitool gefunden. Guck mal, ich habe ein Multitool. Alright, good to hear. Er kommt immer wieder zurück. Tu was. There's gotta be something out there you can mess with to keep him busy for a while. What about those generators? Wie wär's, wenn du etwas findest, an dem du herumfummeln kannst, dass ich die Tür öffnen kann? Wegen Arbeitsteilung und so. Nein, ich bin wieder der Einzige, der sich hier die Hände dreckig macht. Ich find's übrigens sehr schön, wie stockfinster das in der Scheune ist und wie hell das noch hier draußen ist. Öffne die Tür. Zerstöre den Generator. Ah, Geniestreich. Das war wahrscheinlich das Dümmste, was ich machen konnte. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Und nun mache ich es wieder aus und dann kommt der und macht's wieder an. Ah, okay. Wir müssen es Multitool. Wie wird das Multitool jetzt da reinhauen? Oh, damn it! Thing is moving fast. Oh, du Leuchte. Also ganz schnell. Zack. Und zack. Das fällt auf, das dauert zu lang. There, that should do it. Fucking Danny, where did he find this piece of shit? Oh, fucking thing threw a belt. Damn it all.
Ah, son of a fuck! This take forever. Sehr schön. Der wäre abgelenkt. Und wir gehen dabei mal hinten reingucken. Wollen wir Vermutungen anstellen, was dort hinten liegt? Entweder es ist ein Riesenvorrat an Nahrung, was ja in Ordnung wäre, das haben sie uns ja versprochen. Oder es ist nichts. Oder es sind Schätze, Reichtümer, Gold. Und los geht's. Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Klasse. Jetzt gibt's endlich Essen und wir dürfen nicht mitessen. Komm schon. Multitoolen. Wir werden gleich erwischt. Ich sehe es kommen. Gleich werden wir erwischt. Oh, dieser Nervenkitzel. Diese Spannung. Und hinter Tor 1 verbirgt sich Trommelwirbel. Mein Gott. Das ist wirklich eklig. Boy, didn't you hear the bell? Dinner time. Die Tür stand bereits offen. Was zum Teufel ist das? What the hell you got in that back room? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. Ja, ich geht, das sind Kannibalen. Ah, Igitt, die wollen uns essen. Die wollen uns nicht ausrauben, die wollen uns nicht... Ach, Igitt. Oh, Brenda, you are an angel. Excuse the mess, we had to block the back door after a walker got upstairs. Don't worry, that was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down, I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now don't you worry. Nein. Nein. You just let him rest. Wir essen Mike. My hands first. Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Ah, die Rolle toppt so schnell keiner in dem Spiel. Ich wette, Mike ist nicht oben. Danny's college degree. These boys aren't stupid. Aha. Danny's baseball trophy. Seems like it's been years since kids were playing sports for fun. This dairy must have meant a lot to them before the walkers destroyed everything. Kratzer. Vermutlich von Mark. Walkers aren't getting through that thing. Was gibt's hier? Einen Pömpel. Rüste dich mit dem Pömpel aus, um die Zombie-Apokalypse zu überstehen. Hier gibt's auch nichts zu entdecken. Oh Mann. Die anderen hauen sich jetzt genüsslich Mike hinter die Kiemen. Oh nein! Oh Mann. Komm erstmal hoch. Hier liegt ein Kabel. Wir gucken erstmal in den Schrank rein. Und er ist so gut wie leer. Was haben sie denn hier alles? Strom? Ein Mülleimer. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Na, das ist der Arzneischrank. I guess someone needed some first aid recently.
Musty as hell. Ganz schön musselig. Eine Kerzenschachtel. Smart. Und Morphium. What do they need so much morphine for? Das ist alles sehr, sehr, sehr mysteriös hier. Ja. Was machen die hier? Gehen die wirklich jagen? Haben sie Mark gekocht und gehäutet? Also wenn sie das getan haben, dann hat Mark die absolut geilste Rolle in dem Spiel überhaupt. Er taucht auf, weil er Essen hatte, und er geht, weil er Essen isst. Ach, ist das schön. Aber ob das wirklich Kannibalen sind oder ob wir ihnen hier, ob es nur angehende Medizinstudenten waren, das erfahren wir leider erst morgen. Na? Schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt The Walking Dead. Haut rein, bis morgen. Ciao.